Entschuldigung, beim ÖKasten bei Integrate. Ja, ich schon bei Integrate. Guten Tag, Viktor ist mein Name. Heute werden wir mit einem netten Patienten reden und ich würde ihn gerne Ihnen vorstellen. Hallo, schönen guten Tag. Grüß Gott, guten Tag. Viktor ist mein Name. Wie heißen Sie? Ich bin Robert Eisenfeld aus der Schweiz. Aus der Schweiz? Ja. Und wo haben Sie über unsere Klinik gehört? Darf ich mich hinsetzen? Von einer Arbeitskollegin habe ich gehört. Sie geht alle Jahre mal hierhin. Sie ist Patientin schon in unserer Klinik? Genau. Mhm. Und was für eine Behandlung werden Sie benötigen? Wieso haben Sie unsere Klinik aufgesucht? Also eigentlich wollte ich zwei gebrochene Zähne reparieren. Aha. Die habe ich mit einem Olivenstein abgebissen. Oh je. Yeah. Aber sie haben zuerst ein Panoramabild gemacht, was ich in der Schweiz habe sie noch nie gemacht. Und jetzt ist da relativ viel hervorgekommen. Also das kann man nicht in einem Tag machen, das geht Wochen. Ach so. Jetzt muss ich da zuerst mal meinen Arbeitsplan anschauen und dann müssen wir da zwei, dreimal kommen, also ja, es ist ein bisschen aufwendiger, als ich gedacht habe. Und haben Sie die Beratung schon hinter sich oder haben Sie mit der Zahnärztin über die Behandlungen schon gesprochen? Haben wir schon gesprochen, und ja. Wie war die Beratung? War sie ausführlich genug? Oder sehr gut, sie ja. Also, sie hat das sehr charmant und ausführlich gemacht, ja. Mal, tipptopp. Ich bin ein bisschen geschockt, weil ich wollte eigentlich nur da... Ja, ja, das ist der Copyright, ja. Mach ich. Eben meine zwei Zähne, die abgebrochen sind, wollte ich schnell reparieren lassen. Jetzt müsste man ja, so wie es aussieht, geht es mehrere Wochen. Ja. Sie will noch Zähne ziehen und so weiter, oder? Die nicht mehr gut sind, oder? Aha, ja. Ja, chronische Entzündung und so weiter. Aber es wird schon. Ja, was denken Sie, werden Sie die Behandlung durchführen lassen? Ja, wann sind wir hier? Im Dezember. Im Dezember. Ich begleite meine Frau hier für eine Woche. Ja, schönen Gruß, ja, guten Tag. Hallo. Liebe Grüße nach Schweiz. Ja. Ja, und dann werde ich mal anfangen, ja. Und dann halt zuerst werden die Zähne gezogen und dann ein Provisorium und so weiter und so fort. Für die Details ist dann sie zuständig. Ja, ja. Ja. Sie hat das sehr gut erklärt, aber ich war so erschrocken, ja, dass ich das meiste nicht zu behalten habe. Ja, ist eben so. Vordergründig sind sie noch schön, aber wenn man das Panoramabild macht, was da unten macht, ja, nur Schweiz. Auf der Röntgenaufnahme sieht man, was darunter ist. Ja, genau. Ja. 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 Ja, aber wir werden das da alles in Ordnung bringen. Und dann sie auch. Ich meine, sie sind für den Film zuständig da. Wie? Sie sind doch für das Filmen zuständig, oder? Ich bin jetzt für das Filmen zuständig. Ich sitze im Büro und ich erledige die Sachen von den Patienten. Aha. Vielleicht werden Sie mit mir die Termine ausmachen. Wenn Sie telefonisch melden, dann werden Sie mit mir reden. Ja, ja, ja. Genau. Ja. Okay, vielen Dank dann für das nette Gespräch und alles Gute wünsche ich Ihnen noch. Ja, danke, ja, kann ich brauchen. Dankeschön. Und würden Sie die Klinik weiterempfehlen? Auf jeden Fall, ja. Morgen ist eine sehr gute Behandlung und wir sind da ganz spontan auf der anderen Seite. Also dort, wo die Fußpflege und die im Schönheitssalon ist, haben wir uns spontan gemeldet, oder? Und wir haben sofort ein Taxi organisiert hierhin und dann hier sind wir auch weiter. Und dann geht's schon los. Ja, also, ist tipptopp, ja. Ja, ja. Dankeschön, Daniel. Dankeschön und alles Gute zu der Behandlung. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Bis dich. Ciao. Wohin geht das jetzt? Facebook direkt.